Richtig schön, heute diese Predigtserie zu Ende zu führen. Wir sind ja jetzt in der vierten Predigt zum Thema Daniel. Und ganz am Anfang hatte Basti uns mit reingenommen in das Thema Hoffnung. Wir hatten den Janni Dekkers aus London da, der hat zum Thema Glauben geredet, hat uns da zwei Prinzipien näher gelegt. Und wir hatten letzte Woche den Christoph. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Der hatte diese zweispurige Demutstraße aufgezeichnet. Und heute wollen wir zum Thema Weisheit was hören. Und da freue ich mich, dass ich meine knackigen 21 Jahre hier in die Waagschale werfen darf und euch ein bisschen was über Weisheit erzählen darf. Das Gute ist ja, es geht ja nicht um meine Weisheit. Sonst wären wir hier, glaube ich, relativ schnell fertig. Da können wir alle noch zum Brunch nach Hause. Aber es soll um eine Weisheit gehen, die viel größer ist als das, was uns betrifft. Und was ich immer mache, wenn ich ein neues Thema habe, ich frage mich immer, was ist denn die Definition genau von diesem Begriff? Was macht ein junger Mensch, wenn er eine Frage hat und eine Definition sucht? Er fragt Google. Also habe ich das Ganze mal in Google gejagt und habe da eine Definition rausgelassen, die von dem her interessant ist, weil die aus einem Weltbild entsteht, in dem kein Platz für Gott ist. In diesem Weltbild gibt es keinen Gott, da spielt Gott keine Rolle. Und da heißt die Definition, Weisheit ist eine durch Lebenserfahrung gewonnene innere Reife. Das heißt, letztendlich führt die Lebenserfahrung dazu, dass wir innerlich reifen und dass wir Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. Das bezeichnet hier Weisheit. Das heißt, im Zentrum davon steht Lebenserfahrung. Es ist abhängig von uns. Und wenn man dann bei Google was gesucht hat, dann scrollt man ein bisschen runter und dann kommen lauter Bildervorschläge und man findet lauter tolle Postkarten und hat ganz tolle Ideen für irgendwelche Geburtstagskarten. Aber es kommen dann ganz verschiedene Lebensweisheiten, tolle Sprüche, schöne Zitate. Und ich habe euch einmal mal drei mitgebracht, die ich durchaus interessant fand. Zum Beispiel von Aristoteles, der gesagt hat, einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. Also man merkt, der gute Mann hat sich definitiv Gedanken gemacht. Genauso Diogenes ist ein anderer Philosoph, der hat auch sehr viele Zitate geprägt. Ich fand ihn immer sehr interessant. Ich hatte Latein in der Schule und das war immer nicht so ganz mein Lieblingsfach, aber eine Sache war immer interessant, wenn es um Diogenes ging, weil der ein bisschen ein schräger Vogel war, der war ein bisschen abseits von der Gesellschaft und der hat Sätze geprägt, wie zum Beispiel, der hat am meisten, wer am meisten zufrieden ist, mit dem wenigsten. Also man merkt allein schon am Satzbau, der Mann hatte was im Köpfchen und er hat meinen persönlichen Lieblingszitat von ihm, das seht ihr hier, Reichtum ist die Kotze des Glücks. Sehr direkt, ein bisschen vulgär vielleicht, aber auch da steckt letztendlich eine Weisheit drin, in einer gewissen Art und Weise. Und eine Sache, die alle diese Dinge gemeinsam haben, sie kommen aus einer Weisheit, die letztendlich von Menschen, ja, letztendlich an Menschen begrenzt ist. Sie ist subjektiv. Das sind die Einstellungen von Menschen, man kann damit argumentieren, manche Leute sehen das anders. Letztendlich ist es eine subjektive Weisheit. Sie ist begrenzt, weil wir nach unserem Verstand, wir sind nicht vollkommen, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir haben immer nur einen Teil von dem Ganzen im Blick letztendlich. Und deshalb wird diese Weisheit nie vollkommen sein. Das Gute ist auch hier wieder, dass es hier nicht aufhört, sondern wir dürfen ja, wir haben ja die Bibel und wir dürfen wissen, dass da ganz viele weise Worte drinstehen. Und auch zum Thema Weisheit öffnet die Bibel letztendlich einen ganz neuen Aspekt und eine Herangehensweise an Weisheit. Es geht nicht mehr um Lebenserfahrung, sondern es geht um was ganz anderes. Und das lesen wir in Kolosser 2, Vers 3. Da steht, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das heißt, auf einmal öffnet sich dieser Weg, dass wir sagen, Weisheit ist nicht bei uns, wir finden Weisheit nicht bei uns, sondern sie ist bei Gott. Sie ist, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und was ich hoffe, dass heute ein bisschen rüberkommt, und das ist das, was wir uns heute beschäftigen wollen, ist letztendlich, dass Daniel es geschafft hat, von dieser Weisheit zu profitieren. Er hat es geschafft, diese Weisheit, die bei Gott ist, für sein Leben zu nutzen. Und die Frage ist eben, wie hat es Daniel geschafft, in dieser göttlichen Weisheit, selbst in Babylon, in diesem feindlichen Umfeld, nicht nur zu überleben, sondern aufzublühen. Und dafür habe ich drei Punkte rausgearbeitet, die ich jetzt einfach mal so formuliert habe. Kannst gerne weitermachen. Das erste ist eine Perspektive. Alles beginnt mit einer Perspektive und auch im Thema Weisheit ist Perspektive ein ganz, ganz essentieller Bestandteil. Das zweite ist, diese Perspektive ist gegründet in einer Ehrfurcht vor Gott.
Gott stellt den Mittelpunkt dieser Perspektive dar. Und das Dritte, und ihr seht das Wort Toleranz, und ich glaube, es geht schon so ein Raunen hier durchs Stadion, ein schwieriger Begriff, aber letztendlich, und ich hoffe, dass das nachher klar wird, hat Daniel es geschafft, durch Weisheit in Toleranz zu leben. Was genau es damit auf sich hat, sehen wir dann später. Aber ich hoffe einfach, dass wir ein paar von diesen Prinzipien, die wir jetzt gleich hören werden, auf unser Leben übertragen können. Weil ich glaube, da sind so viele Wahrheiten und auch Weisheiten drin, die uns letztendlich auch helfen. Gerade wenn wir davon reden, dass wir Stadtgestalter sind, dass wir rausgehen wollen in die Welt und einen Unterschied machen wollen, dann haben wir hier in Daniel ein Beispiel, was uns so viel nahelegt und so hilfreich sein kann letztendlich. Weisheit beginnt mit Perspektive. Daniel hatte eine Perspektive, in der Gott alle Weisheit hat. Das, was wir gerade eben in Kolosser 2, Vers 3 gelesen haben, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, das hat Daniel verinnerlicht. Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, sich mit diesen biblischen Personen auseinanderzusetzen und wirklich zu verstehen, wie die getickt haben. Aber ich finde, gerade wenn wir mal auf Daniel gucken, dann merken wir, dass der eigentlich eine blühende Zukunft vor sich hatte. Er hat sich so viel versprochen von seiner Zukunft. Wenn man mal zum Beispiel liest, nach welchen Kriterien König Nebukadnezar am Ende seine Bediensteten ausgewählt hat, dann kriegen wir mal ein bisschen Bild davon, wie Daniels Leben bis dahin gelaufen ist. So heißt es in Daniel 3 und 4, also Daniel 1, 3 und 4, dann befahl er, also König Nebukadnezar, seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem judäischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Das heißt, letztendlich war Daniel mitten eigentlich in der Blüte seines Lebens. Er war in besser Gesundheit. Er war gut aussehend. Wie viel das dazu beiträgt, kann man darüber streiten. Aber letztendlich, er war Teil einer vornehmen Familie. Es lief für ihn gut. Und wenn er sich an seinem Umfeld orientiert hat, war alles eigentlich im Lot. Und mit dieser Mitnahme ins Exil nach Babylonien hat sich alles um ihn herum verändert. Seine kompletten Umstände, diese ganzen Versprechen, die er sich für seine Zukunft gemacht hat, sind letztendlich einfach zerbrochen, waren nur noch Scherben. Es war nichts mehr da, woran er sich hätte festhalten können. Er wusste nur, er kommt jetzt in ein Exil und in eine Kultur, wo letztendlich alles gegen das geht, wofür er steht, gegen seine Grundfeste. Und das Interessante ist, wie Daniel darauf reagiert, weil er hat was verstanden, was wir hier in Sprüche 3, Vers 5 lesen dürfen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Das hat Daniel verstanden. Er hat es geschafft, seine Perspektive allein auf Gott zu fokussieren. Er ist nicht rumgegangen und hat sich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, in seinem Umfeld, man hat hier seine Familie, man hat seine Arbeit, seinen Sport, seine Freunde, seine Hobbys. Und all die Sachen wurden ihm weggenommen. Aber weil sein Blick auf Gott war, wusste er, dass er immer noch eine Zukunft hat. Dass er immer noch einen Sinn im Leben hat. Und dass das, was er bis jetzt erlebt hat, nicht für nichts war, sondern dass er das trotzdem weiter nutzen darf, weil seine Perspektive auf Gott war. Er ist letztendlich, hat er sich nur abhängig gemacht von Gott. Er hat sich nicht auf seinen eigenen Verstand verlassen. Die Größe von Daniels Gott war letztendlich unabhängig von seiner Situation. Für Daniel war Gott der gleiche in Juda, aber auch in Babylon. Und diese ganze Sache mit Perspektive hat mich selber herausgefordert, weil ich jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt habe, dass ich auch mal an einem ähnlichen Punkt stand, aber ich habe da nicht ganz so reagiert, wie wir das jetzt hier von Daniel kennen. Viele von euch wissen, ich war ein Jahr in Südafrika, habe mein Abitur gemacht und dann war so, heißt es immer, ja, mach dein Abitur, dann stehen dir alle Türen offen. Und dann machst du Abitur und dann stehen dir alle Türen offen. Und dann weißt du erstmal gar nicht, wo du hin willst oder wo du hin sollst. Und auch dann zu fragen, okay Gott, wo willst du mich denn haben? Das ist alles so ein bisschen so ein Prozess. Aber letztendlich hat Gott ziemlich klar gemacht für mich, dass mein Platz zu dem Zeitpunkt in Südafrika in Pretoria war. Ich habe ein paar Folien mitgebracht, beim People Upliftment Program gearbeitet, bei Pop-Up. Und letztendlich kam ich da voller Zuversicht hin. So ein bisschen wie Daniel auch, sich viel versprochen hat von seiner Zukunft.
bin ich dahin gegangen, voller Tatendrang, voller Euphorie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 5 Monate, wirklich 5 Monate lang, waren wirklich zäh. Weil alles anders war, als ich dachte. Ich dachte, ich könnte viel mit Menschen machen, war am Ende nur am Kehren, am Fegen. Ich habe Fenster repariert. Leute, ihr glaubt nicht, wie kaputt Fenster sein können. Die konnte man nicht mehr reparieren. Der Holzrahmen hat sich aufgelöst, sobald man sie angefasst hat. Und letztendlich haben wir die 3 Monate lang, mein Mitfreiwilliger und ich, haben 3 Monate lang Fenster repariert, die letztendlich, die hätte man nach 2 Wochen wieder reparieren können. In Deutschland hätte sie nicht mal angefasst. Aber letztendlich habe ich einfach nur gemerkt, ich lebe nicht in dem, was ich mir vorgestellt habe, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dort bin, wo Gott mich haben wollte. Und irgendwie hat sich dann alles so ein bisschen sinnlos angefühlt, und es war einfach schwierig, weil ich irgendwie den Sinn nicht mehr so ganz gesehen habe. Und ich weiß noch, nach einem Sonntagsgottesdienst, da ging es dann so um, wie gehen wir mit unseren Herausforderungen um, was ist unsere Perspektive. Und ich weiß nur noch, mein Mitfreiwilliger war dann weg, und ich habe mich dann abends aufs Bett gesetzt und ich habe wirklich einfach auch Gott gefragt, was soll das hier? Warum bin ich hier? Du hast mir ziemlich deutlich gesagt, dass du mich da haben willst, und jetzt bin ich hier und jetzt kommt sowas. Ich fühle irgendwie mich so, als würde ich Zeit verschwenden. Und um es kurz zu machen, die 6 Monate, die darauf gefolgt haben von diesen 11 Monaten, der zweite Teil waren die schönsten 6 Monate in meinem Leben. Weil ich am Ende, ich habe Kontakte gefunden, ich konnte mich in der Gemeinde damals bei Doxa Deo Parkview einbringen, ich habe Input bekommen, Leute haben sich in mich investiert, für mich interessiert, und es waren wirklich die intensivsten, die lehrreichsten 6 Monate, die ich hatte. Und der Punkt, den ich hier machen will, ist, im Nachhinein habe ich gemerkt, dass Gott das eigentlich mit seiner Weisheit gut geregelt hat. Weil ich habe diese ersten 5 Monate gebraucht. Ich wollte es mir zugestehen, aber ich bin mir sicher, es gibt hier einige Leute unter uns, die auch so ähnlich ticken, dass sobald irgendwie eine Herausforderung kommt, versuchen wir sofort alles reflexartig selber zu machen. Und ich bin da auch so ein Typ dafür, dass ich dann sage, ich versuche immer gleich alles selber zu lösen. Und ich habe diese ersten 5 Monate gebraucht, um zu merken, dass es ohne Gott einfach nicht geht. Dass letztendlich, wenn ich mich an meinem Umfeld orientiere und versuche, das selber zu ändern, dann tut sich einfach nichts. Und ich bin einfach nicht weitergekommen. Ich wollte mich investieren, aber es hat nicht funktioniert. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, ich habe 5 Monate gebraucht von dieser Zeit, wo ich einfach Input gebraucht habe, wo ich einfach Gott spüren wollte, dass ich wirklich die letzten 6 Monate genießen konnte. So viel zum Thema Perspektive. Und das ist genau das, was Daniel verstanden hatte, obwohl sich sein komplettes Umfeld geändert hat und nochmal viel drastischer, als das bei mir war, war letztendlich Gott für ihn der gleiche. Und immer noch war sein Fokus auf Gott und immer noch hat er sein Vertrauen in ihn gelegt. Daniel hatte eine Perspektive, in der Gott alle Weisheit hat. Das Fundament für diese Perspektive habe ich Ehrfurcht vor Gott genannt. Daniels Weisheit war gegründet in einer Ehrfurcht vor Gott. Wir alle haben irgendwo ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt, mit Leuten, die nicht gläubig sind, vielleicht auch merken das auch selber, dass das manchmal schwierig ist, weil Interessen einfach anders sind oder weil das Weltbild einfach grundverschieden ist. Aber Daniel hatte so eine Ehrfurcht vor Gott, dass er selbst 70 Jahre im Exil, in der Kultur in Babylon, wo letztendlich alles gegen seine Grundfeste ging, gegen alle seine Überzeugungen. Er wurde im Okkultismus gelehrt, er wurde beschnitten, kastriert, ist ein Unterschied. Lauter Dinge, die ihm passiert sind, aber letztendlich, was geblieben ist und was ihn durchgetragen hat, war seine Ehrfurcht vor Gott. Und ich habe das mal zusammengeschrieben als einen Satz, dass die Ehrfurcht von ihm und seinen Freunden vor Gott war größer als ihr Überlebensinstinkt. Was meine ich mit Überlebensinstinkt? Es gibt diese eine gute Geschichte und ich weiß, ich glaube, Janni hatte die schon zitiert, aber die zeigt es einfach so gut, als die Freunde vor diesem Ofen standen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte, oder irgendwo mal im Kinderbuch den Kindern vorgelesen, wo Nebukadnezar diese Statue erbauen hat lassen und letztendlich alle Verwalter und alle Leute, die Macht hatten in seinem Reich, sollten sich vor dieser Statue niederknien und niederwerfen. Und letztendlich, die 3 Freunde von Daniel haben sich dem geweigert und landeten letztendlich vor dem König und der hat ihnen sozusagen noch einmal eine Chance gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr euch jetzt niederwerft, dann will ich Gnade vor Recht ergehen lassen und ihr dürft gehen und wenn nicht, werdet ihr verbrannt. Auch keine schöne Art zu sterben. Und auch hier sehen wir, dass
ihre Ehrfurcht vor Gott größer war als ihr Überlebensinstinkt. Sie haben nicht aus Reflex sich hingeworfen, sondern sie wussten, dass das Einzige, wovor sie Ehrfurcht haben, war Gott. Und das lesen wir in Daniel 3, Vers 16 bis 18, genau. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Sie sagen direkt, wir werden gar nicht versuchen, irgendwas zu verteidigen, irgendwas schön zu reden. Wir werden es nicht tun, weil das Einzige, wovor wir Ehrfurcht haben, ist Gott. Und das ist das, was ich meine mit: ihre Ehrfurcht war größer als ihr Überlebensinstinkt. Sie haben letztendlich ihren Kopf ausgeschaltet und haben dem gefolgt, was Gott für sie hatte, und haben ihren Fokus weiterhin auf Gott gehalten. Und das Resultat, das lesen wir dann in Vers 29, da heißt es dann: Deshalb erlasse ich, also König Nebukadnezar, nachdem die drei Freunde gerettet wurden, einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Nebukadnezar hat letztendlich Herrlichkeit Gottes gesehen. Und da beneide ich ihn ein bisschen drum, weil er sehen durfte, was es bedeutet, wenn jemand in Ehrfurcht vor Gott steht. Und wenn jemand das höher setzt als sein eigenes Leben letztendlich. Sie haben es riskiert. In dem Moment wussten sie nicht, ob Gott sie retten würde. Aber sie haben gesagt, sie wissen, dass Gott es könnte. Und unabhängig davon, ob er es tut oder nicht, ist Gott immer noch über allem und ist immer noch allmächtig. Daniel und seine Freunde handelten weise, weil ihre Ehrfurcht vor Gott an erster Stelle stand. Sie haben keine Kompromisse eingegangen. Mit diesen Dingen haben sie klare Sache gemacht. Sie haben sich gar nicht versucht zu verteidigen. Sie wussten, wo sie ihre Perspektive drauf haben. Sie hatten eine Perspektive auf Gott, und die war gegründet in Ehrfurcht. Und der dritte Punkt, den ich heute teilen will, und das ist die angesprochene Toleranz, glaube ich, ist wirklich ein Schlüssel und letztendlich der Schlüssel, warum Daniel es überhaupt geschafft hat, erstmal in Babylon zu überleben. Ich meine, wir sehen, wie rigoros der König vorgegangen ist gegen Leute, die anders gedacht haben als er. Er hat dann nicht nur überlebt, sondern er ist letztendlich aufgeblüht und er hat letztendlich dafür gesorgt, dass diese Leute, die sich mit Okkultismus und sowas beschäftigt haben, Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Daniel war tolerant im Umgang mit seinen Mitmenschen. Und ich finde, das ist auch noch ein Thema, wo für uns heute brandaktuell ist. Und das finde ich so schön an der Bibel. Es gibt so viele Themen, die sind damals relevant gewesen und die gelten genauso für uns heute. Der ganze Konflikt zieht sich eigentlich durch das ganze Buch Daniel. Wir haben treue Juden und wir haben Babylonier. Das sind zwei Lebensweisen, die einfach nicht vereinbar sind miteinander. Es sind Gegensätze, die feinden sich an letztendlich. Der Feind hat immer wieder versucht, ihn letztendlich umzubringen und zum Schweigen zu bringen. Aber Daniel hatte Erfolg, weil er seine Kämpfe mit Weisheit ausgesucht hat. Er hat auf Gott vertraut, dass er ihm Weisheit gibt, wann er kämpfen soll und wann nicht. Er hatte so eine enge Beziehung mit Gott, und wir lesen das, dass er täglich dreimal gebetet hat. Und er wollte so nah am Herz des Vaters sein, dass er unterscheiden konnte zwischen den Dingen, die ihm missfallen sind, die für ihn schwierig waren, und dem, was Gott missfallen ist. Er hat unterschieden zwischen persönlichem Missgefallen und dem, was Gott Sünde nennt. Und das ist ein sehr bedeutender Unterschied, und wir sehen das, ich will ein paar Beispiele nennen. So hat Daniel beispielsweise ohne Widerrede seinen Namen akzeptiert. Er wurde vom König Nebukadnezar auf Belshazzar getauft. Das bedeutet so viel wie Bel, also der König Bel, der König, also ein Gott der Babylonier, beschütze den König. Das war letztendlich die Bedeutung von seinem Namen. Und ich bin mir sicher, wenn man sich so den Charakter von Daniel anguckt, war das ihm eigentlich ein Gräuel. Ich glaube, jedes Mal war das wie so ein Nadelstich, wenn er mit diesem Namen gerufen wurde, dass das ihn eigentlich total verletzt hat. Aber er hat es über sich ergehen lassen. Gleichzeitig hat er sich aber sofort geweigert, von der Tafel des Königs zu essen. Und auch da sehen wir, dass Daniel auch einfach sehr, sehr weise war im Umgang mit seinen Mitmenschen, weil er nicht gesagt hat, ich werde davon nicht essen,
sondern er hat mehr oder weniger mit seinem Verantwortlichen verhandelt. Er hat gesagt, lass uns 10 Tage ausprobieren, ob das funktioniert, wenn wir uns nur von Gemüse ernähren und nicht von der Tafel des Königs essen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es okay, dann lassen wir das. Aber letztendlich hat er durch Weisheit hat er verhandelt und kam letztendlich dazu, dass es respektiert wurde, dass er nicht von der Tafel des Königs essen musste. Seine Freunde auch nicht. Ein weiterer Fall ist beispielsweise, dass er die babylonischen Schriften studiert hat. Da ging es um Astrologie, da ging es um diesen ganzen Okkultismus, der in Babylon letztendlich auch vorhanden war in diesen Schriften gelehrt. Und Daniel und seine Freunde mussten diese Schriften lernen. Und auch das haben sie akzeptiert. Sie waren sogar sehr gut da drin, sagt die Bibel. Und warum haben sie das akzeptiert? Ich glaube, es hat ihnen keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, sie wussten genau, dass das, was da drin steht, keine Wahrheit ist. Aber sie haben es akzeptiert. Sie haben es gemacht. Gleichzeitig hat er aber auch nicht aufgehört zu beten, als ihm angedroht wurde, dass wenn er immer noch zu seinem Gott betet, dass er dann in die Löwengrube geworfen wird. Auch dort hat er gewusst, dass das was wäre, was Gott missfallen würde. Er wusste, dass das einzig Wichtige für sein Leben in Babylon seine Beziehung zu Gott ist. Und die hat er aufrechterhalten. Und die hat er über alles gestellt. Und ich glaube, genau dort braucht es Weisheit auch für uns. Wenn wir an unser Leben denken, es gibt so viele Dinge, wo uns persönlich missfallen. Wir sind umgeben von vielen Dingen, die auch sicherlich Gott missfallen. Und ich glaube, wir brauchen ganz viel Weisheit darin, wie wir mit dieser Umwelt umgehen. Wo sind unsere Kämpfe? Wo sollen wir einstehen? Und wo sollen wir auch letztendlich tolerant sein? Und ich habe es gerade in der Vorbereitung auch nochmal mich dran erinnert. Ich war im Sommer in Ahrweiler, da waren ja die Fluten und ich habe mit meinem Bruder dort geholfen. Und wir sind über eine christliche Organisation, To All Nations heißt die, dorthin gefahren. Und da wurde man dann verpflegt und es gab Werkzeuge und was auch immer, sodass man letztendlich dort für den Arbeitseinsatz ausgerüstet war. Und das war ganz interessant, weil letztendlich waren alle Freiwilligen, die dort hingekommen sind, waren alle gläubig. Durch die Bank waren alle gläubig. Ich habe keinen kennengelernt, der nicht gläubig war. Ich habe jetzt auch nicht mit allen geredet, aber zumindest mal mit mindestens 40 Leuten. Aber es gab diesen einen Typen, der hat das Ganze organisiert. Und das war ein total lustiger Vogel. Und was wir alle nicht wussten, und das hat sich an dem Abend rausgestellt, als mein Bruder und ich dann nach Hause fahren wollten, saßen wir noch beim Abendessen und es waren dann so die Bierbänke da aufgestellt und dann saßen da 15 Freiwillige, wir auch daneben und eben auch dieser besagte Typ, der das organisiert hat. Und dann hat sich in dem Moment rausgestellt, dass der Typ gar nicht gläubig ist. So, das war eine interessante Situation, weil sofort die Mienen von allen Freiwilligen erstmal runtergefallen sind und ihn erstmal angeguckt haben, wie kann denn das sein? Und dann war es lustig, weil letztendlich alle Leute, die dort saßen, es waren vielleicht so, gegenüber saßen vielleicht 6 oder 7, diesen Impuls hatten, bekehren. Der Mann muss sich heute bekehren. Dafür sind wir heute hier. Und dann kam eine Welle von Wissen und ich hatte das Gefühl, das hat sich durch 20 Jahre Gemeindeleben angestaut, über diesen Typen und du hast nur in diesem Blick gesehen, Hilfe, ich muss hier raus. Der war so ratlos und hat letztendlich auch gar nicht gewusst, was er sagen soll, weil so eine Welle an Informationen und Dinge, die hat er ja noch nie mal gehört. Im Englischen gibt es so ein schönes Sprichwort, das Christianese, diese christliche Sprache, wenn wir von Vergebung reden und sowas. Woher soll denn jemand auf der Straße wissen, was Vergebung ist? Warum braucht er das überhaupt? Er hat doch bis jetzt auch überlebt. Und das Interessante ist, dass der Typ überhaupt nichts damit anfangen konnte. Und letztendlich, das Ergebnis von der ganzen Sache war genau das Gegenteil von dem, was die Freiwilligen letztendlich erreichen wollten. Sie wollten, dass der Typ sich öffnet. Und sie haben gesagt, du musst nur sagen, Jesus soll in mein Leben kommen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und du bist ein Sünder und du brauchst das, sonst kommst du in die Hölle. Und der Typ stand halt da und hatte halt keine Ahnung, was er tun soll. Dinge, die er noch nie gehört hat. Und letztendlich bin ich mir sicher, und das tut mir auch irgendwie im Herzen weh, weil ich mir sicher bin, dass einiges Positives passieren muss, bevor der Typ wieder irgendwie sich dem christlichen Glauben öffnet. Weil das wirklich, glaube ich, ein frustrierendes Erlebnis für ihn war. Und das tut mir weh, weil ich denke auch, gerade wenn wir als Stadtgestalter leben wollen, sollte die Frage auch sein, mit was beschäftigen sich denn die Menschen um uns herum? Wir müssen ja wissen, wo wir ansetzen. Und deswegen will ich kurz noch was zu Daniels Verständnis von Toleranz sagen. Und ich glaube, da ist eine wahnsinnige Wahrheit da drin und ein sehr, sehr großes Gewicht. Und zwar habe ich das mal so definiert. Toleranz bedeutet für Daniel,
anderen das Recht zu geben, falsch zu liegen. Das bedeutet für Daniel Toleranz. Das Problem ist heutzutage, ist dieses Wort, und das ist ja in aller Munde momentan, ein bisschen missverstanden worden und bedeutet heutzutage, niemand liegt mehr falsch. Das Problem damit ist, im Umkehrschluss bedeutet das letztendlich, dass es viele Wahrheiten gibt. Letztendlich hat jeder Recht. Jeder hat Wahrheit in dem, was er sagt. Und das, was Daniel sagt und letztendlich den Leuten das Recht gibt, auch falsch zu liegen und sie nicht direkt zu verändern, das setzt eine Sache voraus. Weil dadurch, dass er sagt, ich gebe dir das Recht, falsch zu liegen, bedeutet für ihn, es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist das, was die Bibel uns lehrt und was wir wissen dürfen, ist, dass Jesus und Gott der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Gott ist die einzige Wahrheit. Von Gott kommt Wahrheit. Und das ist letztendlich der Punkt, den Daniel umgesetzt hat. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin, auch für uns, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Das Interessante ist eben, dass er das nicht nur anderen Leuten erlaubt hat, er hat sogar teilgenommen an diesen Dingen. Er wurde unterrichtet in Schriften, die gegen seinen Glauben gingen. Und was ganz interessant ist, wenn wir Daniel 1,17 lesen, dann steht da, Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Gott hat ihnen geholfen, diese Schriften zu studieren. Gott hat letztendlich dafür gesorgt, dass sie besser als alle anderen diese Schriften kennen, die absolut gegensätzlich zu dem waren, wofür Gott steht. Und ich glaube, das liegt an einer Sache, und das ist sehr, sehr wichtig, diesen Grundsatz, die Wahrheit hat nichts zu fürchten. Und ich glaube, Daniel war so fokussiert auf Gott und hatte seine Perspektive und seine Ehrfurcht so auf Gott, dass er wissen durfte, dass er letztendlich tolerieren durfte, wenn andere Leute falsch lagen. Und er konnte sich mit Dingen auseinandersetzen und wusste dennoch, wo die Wahrheit für ihn liegt. Sein Fokus war immer auf Gott. Die Wahrheit hat nichts zu fürchten. Und letztendlich war das der Punkt, dass er gewisse Dinge über sich ergehen hat lassen, dass er überhaupt einen Einfluss haben konnte dort. Wenn wir überlegen, nur mal annehmen, er wäre nach Babylon gekommen und hätte gesagt, ich will den Namen nicht, ich esse nicht von der Tafel, ich nehme auch nicht teil an dem Unterricht. Ich glaube, er wäre relativ schnell ein Kopf kürzer gewesen. Der Grund, warum er es geschafft hat, in Babylon Unterschied zu machen und Herrlichkeit Gottes in Babylon zu verbreiten, lag daran, dass er genau wusste, wo er kämpfen soll und wo er auch Dinge über sich ergehen lassen darf. Da hat Gott ihm so viel Weisheit geschenkt, zu wissen, wo soll er kämpfen und wo nicht. Er hat sich letztendlich das Recht verdient, von den Babyloniern gehört zu werden, weil er einer von ihnen war. Er war nicht mehr nur dieser Mann aus dem Exil, der irgendwie alles anders denkt, sondern er war vertraut mit dem, wofür Babylon stand und konnte deshalb trotzdem die Wahrheit verkünden. Ich will zum Abschluss jetzt noch eine Frage stellen und die Frage beantworten erstmal. Was war der Grund für sein Aufblühen? Letztendlich vertraute Daniel auf Gottes Weisheit und er wählte seine Kämpfe weise. Und das ist mein Wunsch auch für heute, dass wir das einfach für uns entdecken dürfen. Weil es gibt so viele Orte, an denen wir kämpfen können. Und ich glaube, wenn wir überall versuchen, ja, Gottes Herrlichkeit sofort sichtbar zu machen, dann verbrauchen wir unglaublich viel Energie. Und in Daniels Fall war es sogar so, dass er seinen Kopf hätte verlieren können. So, wir brauchen Gottes Weisheit, um auswählen zu können, wo Gott uns letztendlich haben möchte. Wir brauchen Gottes übernatürliche und alles umfassende Weisheit. Und ich möchte, und die Steffi darf gerne hochkommen, einfach noch zwei Fragen mit euch teilen und euch einfach ganz praktisch selber fragen. Wo brauchst du Weisheit? Wo bist du ganz persönlich auch auf Gottes Weisheit angewiesen? Stehst du vor einer schwierigen Entscheidung? Ist gerade eine herausfordernde Zeit für dich? Musst du irgendwas loslassen? Wo brauchst du übernatürliche Weisheit? Wo möchtest du dich von Gott führen und leiten lassen? Und die zweite Frage ist, wo kämpfst du gerade einen Kampf, der vielleicht gar nicht deiner ist? Und ich möchte euch einfach ermutigen, einfach kurz eine Zeit der Stille zu nehmen.
Und einfach zu hinterfragen und Gott wirken zu lassen, Gott sprechen zu lassen. Genauso wie Daniel letztendlich von Gottes Weisheit abhängig ist, genauso sind wir das auch. Und genauso wie wir bei Daniel sehen dürfen, wie Gott ihn einfach durchgetragen hat, durch all seine Umstände, durch seine Schwierigkeiten und ihn in Weisheit geführt hat. Genauso will er es auch mit uns tun. Und genau der gleiche Gott, der für Daniel gegolten hat, der gilt auch noch für uns heute. Und ich möchte euch einfach einen Zuspruch geben zum Abschluss. Der steht in Jakobus 1,5. Und da steht, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, so soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Und Herr, das ist wirklich unser Gebet, dass du uns wirklich leitest in allem, was wir tun, dass du uns zeigst, wo unser Platz ist, wo wir hingestellt sind. Und Herr, wir danken dir, dass wir wirklich auch ein Mandat bekommen haben, auch Veränderung zu bringen. Und Herr, wir wollen wirklich deinen Namen auch wirklich erhöhen über allem. Wir wollen unsere Perspektive auf dir halten. Wir wollen ehrfürchtig vor dir in unseren Alltag gehen. Und wir brauchen einfach deine Weisheit, um auch zu entscheiden, auf was wir uns einlassen dürfen. Und auf wo auch einfach mal eine Stellungnahme gebraucht wird, Herr. Und so bitten wir dich einfach und ich danke dir auch, dass du uns den Zuspruch gegeben hast, dass du uns versorgen wirst mit dem, was wir brauchen. Danke, Herr, dass wir nur von dir abhängig sind und von niemand anderem. In deinem Namen beten wir. Amen.